So. Ist jetzt ein bisschen blöd, wie ich das mache, aber besser so als, ne? Gar nicht. Die zweite. Der dritte. Der vierte. So. 1, 2, 3, 4. Dasselbe Spielchen machen wir jetzt nochmal mit den Itemleitungen. 1, 2, 3, 4. Die müssen alle nachher auf Insertieren. Und auf der Seite muss der auf Extrahieren. Ich weiß noch nicht wirklich, ob das funktioniert, aber let's try. So. Hier muss auch noch eine Truhe dann hin. Okay. Strom knapsen wir dann hier gleich noch ab. Wahrscheinlich dann, ja. So, die vier haben wir. Dann geht eine Itemleitung. Moment. Ah, ich brauche diesen Wrench. Schrauben. Heißt ja Schraubenschlüssel. Von Ender.io. Okay, easy. Okay, doch nicht so easy. Aber das kann ich auch umgehen. Da muss ich halt nur ein Item, eine Itemleitung hier mehr verbrauchen. Eins. Zwei. Einer von oben. Einer von unten. Aber die drei verbinden sich jetzt, ne? Deaktiviert. Ach, ich brauche den gar nicht. Guck mal, der... Ah, okay. Wenn du auf deaktiviert machst, löst er sich ja. Das heißt, ich kann mir doch hier ein paar Itemleitungen sparen. Das heißt, ich kann ja hier schon hochgehen. So, oh Gott. Deaktiviert. Oh, der ist falsch. So. Deaktiviert. Deaktiviert. Extrahiert, insertiert. 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 Alle müssen auf insertiert stehen. Ah, so. Insertiert. Und die... die kann ich nicht trennen. Ah, die kann ich nicht trennen. Die kann ich nicht trennen. Die kann ich nicht trennen. Warum kann ich die nicht trennen? Wenn ich die Kiste da direkt dran stelle, bringt das auch nichts. Ich muss den da oben komplett trennen. Da muss ich das anders machen.
kann ich das nicht so so ganz kompakt bauen, aber so zu 50% kompakt. Gehe ich noch einen höher. So. Zack. Und dann kommt die Itemleitung da dran. Dann kommt die Kiste da dran. So, dann muss ich an das Ding, der muss insertieren. Und hier werden die Drucke gemacht, bla bla bla, und hier muss das zusammengefügt werden. Ah, ich bin ja noch nicht fertig, fällt mir gerade mal auf. Dann geht das ja hier noch weiter. So. Dann kommt nämlich hier eine Kiste hin. Aber ich muss mir das, glaube ich, nochmal angucken. Man müsste eigentlich mal einen Testlauf machen. Aber der hat ja noch gar keinen Strom. Ha! Ich habe ja noch ein paar Konduits bestimmt hier drin. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, Kacke. Ich knipsel gerade erstmal das ME-System wieder von allem ab. Einfach erstmal auf gut Glück. Also hier oben kommt erstmal der Siliziumdruck hinein. Hier kommt der Druck rein, hier kommt der Druck rein. Und hier kommt der Druck rein. Das heißt, hier wird gedruckt. Hier wandert es weiter. Ich probiere es mal ganz kurz. Ich brauche ja eigentlich Silizium. Ich habe aber Silizium gerade weggepackt, ne? Und ich weiß nicht, in welche Tasche. Ah, ne, ich weiß, wo es ist. Im ME-System. Oh. Ah, ich drehe heute noch am Rad. Okay, ich hab wenigstens schon mal das Grundgerüst hingestellt. Den Rest, den mache ich dann in der nächsten Session. Ich werde jetzt gleich eine Aufnahmepause machen. Ich muss sowieso erstmal noch alles rendern und schneiden. Und am Wochenende wollte ich wieder ein neues Let's Play aufnehmen. Und oh, so viel zu tun. Aber naja. So, Sili. Gib mir das Silizium, gib mir Gold. Nicht so viel, nur so ein paar. Gib mir Diamanten. Nicht so viel. Nur so ein paar. Reichen erstmal. So, Gold, Diamanten, Redstone.
Gib mir Redstone, da kannst du mir mal von mir aus 32 geben. 64 ist egal. So, wir haben Redstone, wir haben Silizium. Wir haben Gold. Was war denn das andere nochmal? Redstone, Gold, Eisen, ne? Nee. ME. So. Ich brauche es ja für eine Speicherzelle. Logikprozessoren. So, da brauchst du Dias. Dias. Dias, Silizium, Redstone. Silizium und Gold. Ja, ich habe gerade keine Ahnung. Ich versuch's einfach mal. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann auch gerade nicht mehr denken. Und man sollte auch mal wieder das ME-System abknipseln. Ich meine, das ist ja sowieso komplett abgeknipselt, aber es läuft ja nur noch hier über die obere Batterie. Flupp. Reststrom, zack. Und so ein ME-System zieht ja schon wirklich viel Strom. Deswegen hoffe ich, funktioniert diese Methode mit dem Schalter später. So. Es wandert noch nichts durch die Kisten. Warum nicht? Wegen Strom oder was? Von wo kriegt das Ding denn seinen Strom? Normalerweise müsste der doch Strom kriegen. Die sind doch hier alle an der Batterie angeknipst, oder? Ah. Nein, natürlich nicht. Extrahieren. Ach, wie süß. Der kriegt gerade plus mehr RF als rausgeht, scheinbar. Weil wahrscheinlich noch gar kein RF rausgeht, weil noch nicht umgestellt. Oder? Oder von wo kriegt er seinen Strom? Immer nur von hinten? Verstehe es gerade nicht. Extrahieren, insertieren, deaktiviert. Extrahieren. Der extrahiert. Aber wohin extrahiert der? Direkt in die Redstone-Kiste, genau. Ach, Mann. So, jetzt sind alle angeschlossen am Strom. Wenn wenigstens der Silizium funktioniert, dann weiß ich, dass ich alles richtig mache. Funktioniert aber nicht. Ah, Mann. Extrahieren, insertieren.
Ich verstehe es nicht. Brauchen die Itemleitungen etwa auch Strom? Nö. Ich verstehe es gerade einfach nicht. Ich will eigentlich nur Festplatten automatisieren, aber irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Extrahieren, insertieren, 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 extrahieren. Umändern auf insertieren. Umändern auf insertieren. Umändern auf extrahieren. Geht das auch doppelt irgendwie in der extra? Extrahieren grün. Kanal braun, insertieren. Insertieren grün. Extrahieren blau. Oder was weiß ich, irgendeine andere Farbe. Bräuchte noch eine Truhe eigentlich. Es funktioniert aber nicht. Das Redstone ist wunderbar durchgelaufen. Wie immer das auch gegangen ist. Ein aus. Ich verstehe das gerade nicht. Ich knüpfe das mal so lange vom Strom ab, bevor der irgendwann mir mal hier was Strom wegzieht. Ich würde sagen, ich gucke mir das ganze Spektakel nochmal an, wie das funktionieren sollte. Aber irgendwie so war es auf jeden Fall aufgebaut. Nur ich verstehe es noch nicht so hundertprozentig. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn es dann heißt Let's Play Minecraft und wir versuchen ME-Sachen zu automatisieren. Bis dahin, euer Palooza-LP, gehabt euch wohl, lebet wohl, seid frivol und gotta catch them all. Ach nee, das war Pokémon. Bald kommt Pokémon. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Bis dahin, ciao, euer Palo.